Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Green Project. Das dürfte jetzt, müsste, sollte der Tag sein, an dem wir unsere Hühner zusammen haben. Also ich habe hier in der Kiste 6 Stück drin liegen. Da kommt noch der Vogel, der uns noch ein Ei auf den Kopf legen möchte. Daneben, aber es war knapp. Dann schauen wir einmal hier hinein. Da haben wir schon mal 90, das heißt, mit denen sind es 96. Ich hoffe sehr, dass wir hier in unseren Fallen jetzt schon was drin haben. Haben wir natürlich nur eine Ratte. Okay. Heißt, es fehlen uns noch 3 Hühner. Im Zweifelsfall 1, 2. Nicht zu glauben, ne? Na gut. Das letzte. Ich bräuchte so Western-Türen, wo man einfach durchlaufen kann und die wieder zuschwenken. Das wäre so für mich das Richtige. So, trotzdem sollten wir das gleich alles zusammen haben. Wir müssen ja sowieso aus den Hühnchen jeweils ein totes Hühnchen machen. Und in der Zeit, wo wir das gemacht haben, vielleicht ist bis dahin wieder was in die Falle gegangen. Das sollte auf jeden Fall jetzt gleich funktionieren. Oder eins der Küken ist ausgewachsen. Irgendwie sowas werden wir gleich haben. Ja, und dann bin ich gespannt, was das nächste ist, was auf uns zukommt. Ich hoffe, das nicht ganz so langwierig wird, aber schauen wir mal. Nummer 8, also 98, die legen wir auch direkt rein, wenn nicht noch irgendwas schief läuft, verfaulen oder sonst was. So, 98 von 99. Fallen, wie sieht's aus? Kann nicht wahr sein. Ich habe auch übrigens ausprobiert, ich habe die Ratte da ja gerade rausgelassen, wenn ich die hier rauslasse. Das macht nicht wirklich einen Unterschied. Unsere Katze futtert also auch die Ratten durchaus gerne, ne? Vielleicht hat die uns auch schon das ein oder andere Hühnchen weggegessen. Ein tote Hühnchen, aber jetzt aktuell sind gerade nur Küken da, okay. Kein Problem. Wir schauen mal schnell. Nach den Schweineställen, die toten Ratten lege ich übrigens mittlerweile hier immer rein. Und lass sie, ja, schlecht werden. Licht untergreifen, weil ich da keinen besseren Einsatzbereich für habe. So, die Schweine hier leben alle noch. Da sind 3 drin, da sind 4 drin. Da sind keine drin. Wir hatten da eben kein natürliches Futter und so ist es einfacher für mich. Gut, wir gehen einfach mal eben 2 Stündchen auf den Schaukelstuhl, pfeifen ein bisschen was, eine schöne Melodie. Und, achso, ich habe das Menü hier noch offen, weg damit. So, jetzt schauen wir wieder in unsere Fallen. So habe ich die letzten 1-2 Tage auch ver... Ah, Hühnchen, sehr gut. Wir haben es also gleich geschafft. Ratte raus, Ratte raus. Ich freue mich so. Vor allem, weil das auch eine Aufgabe war, die ja, Katastrophe war. Und jetzt brauchen wir wahrscheinlich gleich Mutanten oder sowas. So, der Moment kommt näher. Wir brauchen 500 Bäume. Okay, das ist ja schnell zu schaffen. Und ich fertig den dreckigen Pilzen, die ich abonniert habe. Wenn noch einer übrig ist, wird es der letzte sein. Oh, Kürbis, Zwiebeln, Steckrüben, Tomaten. Jeweils 99. Okay, das finde ich auf den ersten Blick nicht so schlimm wie die Tiere. Erstmal schauen, was wir vielleicht
so hier haben. Wir haben Steckrüben, wir haben Tomaten. Wir haben keine Zwiebeln und Kürbisse hier. Aber wir haben einen ganzen Schwung Samen. Also Tomatensamen sollten wir noch ein paar durchjagen, damit wir Reserve haben. Steckrüben passt. Okay. Und vielleicht haben wir innen auch noch was. So, wir machen das 1, 2, 3. Dann lassen wir da nochmal 3 von fallen, die wir gleich nochmal durchrütteln können. Und dann packen wir die schon mal rein. Steckrüben hatten wir. Samen, die können wir auch alle reinpacken. Oh ne, ne? Die Tomaten sind jetzt verschwunden. Die werden wir nicht mehr durchrütteln können. Okay, die Steckrüben hier sind nicht mehr gut. Der Mais auch nicht. Haben wir überhaupt noch Maissamen? Also wir haben hier nichts, was wir dafür gebrauchen können. Hatten wir jetzt gesagt, wir haben 70 und 34, okay. Dann pflanzen wir die ganzen Steckrübensamen und auch die ganzen Tomaten. Und wir sollten auf jeden Fall auch Kürbis zuerst mit einpflanzen, weil davon haben wir sowieso zu wenig Samen. Das heißt, da bräuchten wir 2 Durchgänge zum Wachsen, um alles zu haben. Mittlerweile übrigens, wenn man so wie ich jetzt längere Zeit am Stück gespielt hat, ist Buddy wahnsinnig anstrengend. Man hört die ganze Zeit diese Prügeleigeräusche. Ist sicherlich trotzdem besser, als wenn man die ganzen Tiere alle selber jagen müsste, aber puh. So, habe ich irgendwo, ja, da habe ich einen vergessen. So, das waren jetzt die ganzen Kürbissamen, glaube ich, ne? Jetzt machen wir weiter mit den Steckrüben. Die kann man recht schlecht sehen. Achso, wir haben schon alle weg, okay.
Ja, das artet hier durchaus in ein bisschen Arbeit aus. Gießen das Ganze. So. Wir kriegen nicht mal alle verbraucht, aber ist auch nicht schlimm. Wir haben jetzt gleich mehr als genug angepflanzt. So, jetzt kommen unsere Gießkannen zum Einsatz. Ich mache einfach mal die, die leer sind oder fast leer sind, voll. Fangen wir mit denen an, die wirklich komplett leer sind. Und wenn ich das dann jeden Tag mache, müsste sich das einfach eigentlich ausgehen. Wir können das gerade mal schnell so. So machen. Und wo ist die zweite? So machen. Da kann ich nämlich auch sehen, wie viel Wasser noch immer drin ist. Und wenn wir dann in der Nähe sind wie hier. Einfach auch noch mal wieder voll machen. Hier oben fehlen noch Wasserkanister. Fällt gerade ein bisschen auf. Okay, wir machen noch mal voll. Ich glaube, dann machen wir es erstmal. Ja. Das darf alles wachsen. Wir dürfen nicht vergessen, uns selber ab und zu mal zu gießen. Was drin, ne? Ja, zu essen, man sieht das selber, ich habe hier mittlerweile noch 14 Dosen Schinken. Da kommen wir erstmal mit aus. Ich schlepp auch zwei Kanister Wasser schon immer mit mir rum. Da ist noch angefangenes Gläschen. Können wir gerade uns auch nochmal schnell entgiften schon. Ja. Das schaut soweit alles gut aus. Ich guck noch mal eben, aber ich glaube, wir haben tatsächlich kein Kürbis und keine Zwiebeln hier, ne? Nein. Okay, ja, dann müssen wir wieder Bäume pflanzen. Das habe ich ja ein bisschen sehr stiefmütterlich. Wir sind hier auf Null, ne? Das ist noch mal so nebenbei erwähnt. Okay, wir können hier überall schon mal was einpflanzen gleich.
kommt noch einer hin. Hier machen wir sowas wie einen Vorgarten. Welcher, die habe ich wahrscheinlich gefällt, bevor es das Update gab, dass der Dünger wieder verwertbar ist, ne? Das kann natürlich sein. Da stehen jetzt zwei sehr nah beieinander. Erstmal so ein bisschen was vorbereitet, dann können wir uns die hier alle herziehen. So. Und wer fehlt jetzt noch? Weißdornsamen möchte ich eigentlich lieber als möchte ich nicht so gerne wie die Blumensträucher. Die Ecken, mit denen habe ich mich irgendwie, mit denen habe ich es mir irgendwie ein bisschen. Funktioniert meine Station hier schon nicht mehr, aber ja, geht's noch weiter? Ne. Jetzt haben wir nur noch drei, zwischen denen wir wechseln können. Okay. Damit sind wir erstmal über der magischen Marke. Da haben wir noch mehr Steckrübensamen. Ah, da fällt mir noch eine Sache gerade ein. Wir haben nämlich, glaube ich, momentan weder Mais. Aber wir haben doch Maissamen. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte gerade, ob wir keine mehr haben. Zwiebelsamen haben wir mehr als genug. Bohnensamen. Die lassen wir auch noch mal eben durchrütteln.
sortieren wir doch unser Werkzeug mal wieder. Du warst da. Du da. Du da. Du gehörst dahin. Und. Genau. Mal herbringen. Ja, was können wir jetzt noch viel mehr machen an diesem Tag? Ich glaube fast nichts und ja, da ich noch immer nicht herausgefunden habe, ob oder welchen Einsatzzweck die die Ameisen haben, werde ich das Ganze, glaube ich, auch erstmal dabei belassen und es gar nicht versuchen, weiter rauszufinden, weil ich habe keine Idee. Was dann bedeutet, wir sehen uns zur nächsten Folge möglicherweise erst dann wieder, wenn ich mit dem Anbau ein bisschen weiter bin, vielleicht auch schon früher, das weiß ich noch nicht, vielleicht wird ja auch das Bäumepflanzen nochmal ein Thema, weil wenn wir jetzt an der dritten Stufe bei 500 sind, dann werden wir in der nächsten nochmal eine ganze Ecke mehr brauchen und ja, mal gucken, vielleicht kann ich ja auch schon was für die letzte Stufe vorbereiten, so ganz, also was dafür in Frage kommen könnte, ist für mich eigentlich nur Metalle, Erze, Steine, solche Geschichten, vielleicht Salz, irgendwie so ein Zeug. Irgendwelche Sachen, die ich kochen muss, war eine Option. Oder eben, dass es hier die Samen sind für Bäume. Ich weiß nicht, was es ist, aber vielleicht werde ich außer Essen kochen, wobei Essen kochen aus Sachen, die wir hier sowieso jetzt schon abgeben, glaube ich fast nicht. Also ich denke, dass es die Metalle und so weiter sind. Oder die Samen. Ich werde von beiden wahrscheinlich an den Tagen, wo ich die Sachen hier wachsen lasse, versuchen, dass ich da so ein bisschen was sammle. Und vielleicht ist ja dann das Richtige dabei. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Aber das war's dann für heute wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, lasst mich gerne wissen, wie ihr das Spiel im Moment seht, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!